Ein Pro-Schild. Ja, den Pro-Schild kriegst du. Na, dann haben wir dir noch was. Hier ist der Empel. Oh, das ist sogar besser als ein Kleid. Und um einiges in der Aktivität. Alter, das ist ja... Dammit. Okay. Halt, stopp. Einen Schritt zu weit zurück. Nicht drücken, bevor du denkst. Nicht drücken, bevor du denkst. Erstmal sortieren wollen wir. Und dann... Übrigens, Meister. Wir haben auch ein bisschen Kram. Wir können doch bei dir abladen, ne? Du bist ja doch nicht so... Hier habe ich dekorative Goldbarre, haben wir auch noch in der Tasche. Passt doch. 25.000 verkauft. 60.000. So verarschen. Gold kann auch nicht so im Wert sinken. Egal. Verkaufen. 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 Da haben wir schon fast wieder einen Harnisch drin. Yay. Verkaufen, 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 verkaufen. Ja gut, haben wir einen wieder fast drin. Oder sagen wir, wir haben beiden Waffen wieder drin. Das klingt irgendwie besser, als wir haben fast eine Rüstung wieder drin. Ja, Alter. Wahrscheinlich sind das auch die halluzinogenen Preise, die er hier nimmt. Und da ist er schon wieder, oder so ein Kumpelkusser. Das ist genauso, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, wie bei Pokémon mit den Polizistinnen und... Das erzeugt tödlichen Angriff, ein Todtreffer. Hm. Gehen wir wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Noch ein paar. Da muss ein Stack von kaufen. Zombie-Status, stellt OP wieder her. Eichel, aber noch von brauchen wir nicht. So, Nebel. Neuner und zwei Neuner. Also. Unsere Heilungssachen sind zum Glück nicht so teuer, also die für zwischendurch. Und sonst sind wir ja mittlerweile so dreist, dass wir nie mehr ein Backup haben. Das heißt, wir haben da einfach... Entschuldigung. Wir haben da einfach so einen fetten Mana-Balken im Hintergrund laufen. Ja, gucken wir uns mal den Nordpass an, oder? Ich weiß nicht, ob das im Moment unsere Quest ist oder so. So ist das ja halt, ne? Was ist hier denn hier? Ich mag da nicht durchgehen. Das sieht böslich aus. Ja, das ist wohl dann die kaputte Brücke. Und da ist eine Höhle. Okay. Dann kommt man irgendwo wieder raus, wenn man fertig ist. Was haben wir denn da? Eine Kiste, nur für mich. Oder auch nicht. Ein bisschen aus dem Bosskampf. Ich bin nicht sicher, ich glaube nicht. Ich bin mir einfach mal nicht verwaschen. Fucking 300 Damage von den beiden. Junge! Fuck hell! Warum tust du diesen Damage? Es ist so ein Bug. Ah ne, ich und Ryu, nein. Ich nehme kein Damage mehr. Ist vorbei das Thema. Damage war gestern. Alter. Unglaublich. Das ist... Oh, ich komme da drauf nicht klar. Was für ein Damage die beiden äußeren raus haben und... Die Ruhe und... Alter. Lol bräuchte halt mehr Leben, mehr Rüstung, irgendwas in die Richtung. Das ist doof ein bisschen. Und das Ganze für ein Kraut. Und ich werde hier drüben das gleiche. Das habe ich gesagt. Aber ein automatischer Kampf müsste da laufen. Wow, ein Slam. Fast 1000 scheiß Damage. Alter. Fuck yeah. Ich bin nur noch glücklich mit diesen Werten. Die Schaden auf Augs und Angie ist so lächerlich. Es ist so unglaublich lächerlich. Mein HP hat nur ein bisschen Lüftsturm. Ach ja, es ist herrlich, es ist herrlich. Und auch ein Kraut, nee, Heil 2, das ist sogar ein recht gutes Item. Aber egal, die Kräuter sind ja gleich wieder raus, ne? Nein, falsch, guck dich halt. Ja.
Random Gegner. Was sind das? Rote Gipfel Buzzer. Die sind einfach so über dem System, das ist unglaublich. Warum auch diese Fusion, ich weiß nicht, wer das jetzt ausgedacht hat, aber da hat sie ja nicht was drin. Hauen wir mal den Inbaum-Modus raus, ne? Die? Ja, war natürlich falsch. Autokampf, zack. Zack. So, Lücken, müsst euch mal. Okay, warum machst du so wenig Schaden? Warum machst du so Schimmel? Du bist nicht so gut wie die anderen gewesen. Ich will euch gleich mal den Lichtsturm zeigen von ihr. Oh, komm schon. Was? Okay, wir sind sogar nicht so schlecht, wenn hier die Daten drum rumlaufen. Lichtsturm, wo bist du? Level 4 Blitzangriff. Meine Damen und Herren, Level 4 Blitzangriff. Kommt sie überhaupt dazu? 200 Millionen, okay. Okay. Was? Nur? Madame, das ist ein Level 4 Sturmangriff. Was ist das für ein Schaden? Das ist so unglaublich, Herr Mensch. Wow. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, die Programmierer haben hier angefangen mit so Sachen wie, ich weiß nicht, ob sie das so mit, mit so Sachen wie Gegner haben, spezielle Waffen, spezielle Abneigung, weil dann machst du so viel Schaden gegen die beiden. Und hier zumindest hat irgendwie die Soldaten nicht so viel Schaden gemacht mit seinem Bumerang. Ach, wie schief. Oh, die Level 19. Wie ist die denn da? Die auch neu. Level 19. Was ist denn das sowieso? Das ist ein G-Trank. Gottestrank. Schlechter Trank. Man weiß es nicht. Ach, Sort. Brauchen wir eine neue Kräuter, Alter. Da gehen hier auch einige von drauf. Echt, das ist ja schlimm. Wie gesagt, wir haben ja jetzt Nina im Backup, also von dem her. Boom! Das hätte es mich gewundert. Ha, hat es nicht. Nee. Bam. Und bam. Und 200. Das ist aber auch ein Schwarm. Und das ist auch eine riesige Skala. Allerdings mal bei dem ich so schade, weil auch noch ein einzelner Angriff ist. Die scheinen auch alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich zu sein. Die Level-Ups, eins nach dem anderen. Oh, und die löschen das nächste, jawohl. Das ist ja aber auch ein Erfahrung. Chill. Calm down, please. Chill out. Route 4. Okay, wir haben einen Teil einer Pokémon-Welt gefunden. Oh, der zwar billig, der war ganz billig. Alter, nicht nochmal. Das ist das Problem. Nicht nur unser Schaden geht gegen unendlich, sondern auch der von unseren Gegnern. Das ist so viel. Auto-Attack. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dabei bin oder nicht. Das ist magischer Schaden, dann klar. Dafür geht dann der Nahkampfschaden vom Orks weg, weil er im Kampf heilen muss. Dafür ist er tankier als Nemo. Das ist alles nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Ich muss noch wieder einen Kampf mit Poltern halten. Das ist ätzend. Das macht überhaupt keinen Spaß. Bam, wer hätte dich denn hier erwartet? Und zack. Ich sag's manchmal wirklich unabsichtlich Kram. Stell mal vor, unsere Fusion hier, die hätte genau solche Verteidigungswerte wie Orks und Rio. Alter, das wäre eine Ein-Mann-Armee. Scheiße, yeah, würde ich mir sagen. Scheiße, yeah.
So. Jetzt machen wir einen Nebel. Das reichen mir schon, dieser skriptete Boss. Okay. Boom! Und das ist dann Abkürzung oder was? Tatsächlich so, oder? Nein, da geht's an. Doch, das ist eine Abkürzung gewesen. Die wir jetzt natürlich zunichte gemacht haben, aber aus Prinzip. Oh. Weil Oxus kann. Da oben. Ah, da geht's hoch. Bosskampf? Mal sehen, was die neue Formel bei dir bewirkt. Hat er sich auch so aus Dragon Ball? Ist das nicht einer der Schergen hier gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Also, aus der Zwischensequenz, wenn ihr euch erinnert, letzter Part, vorletzter Part. Letzter Part, glaube ich. Und was jetzt? Böse geschrumpft. Und wir können natürlich nicht dadurch. Durch einen Spalt. Ich habe gerade das deutsche Wort gesucht. Ganz endlich ein Crack, aber nee, durch einen Spalt in der Wand halt. Und Gegner, die bei normalen Spielen ganz am Anfang sind, so wie Schleim, hier gegen Ende. Sind wir dermaßen schwach geworden oder sind sie einfach nur im Verhältnis so stark? Schade, das ist ja Mittelklasse. Aber das Problem ist, wir können jetzt nicht mehr raus, wir sind geschrumpft, wir müssen jetzt hier durch und okay, das ist. Und nochmal zurück zu der Geschichte, wenn wir ins Team gehen. Ox ist auch dermaßen langsam, er kann eigentlich heilen, weil er hat nichts anderes zu tun. Er ist immer als Letzter drin. Wenn das so weitergeht, dann schmeißt er da irgendwas rein, irgendwie. Keine Ahnung, Relentless oder irgendwas, was wach macht, halt. Piep. Zieht mächtige Ärger heran. Die können sprechen, ehrlich. Klar, Mäuse, die sprechen. Bin ich dabei. Schöne Leute für einen Kakerlaken. Gut, 3. Aber das war mir Zufall als alles andere, dass das funktioniert hat. Sind das verwandelte Menschen oder was? Kommen in Maus in, nicht okay, komm. Legen wir uns ins Stroh von Maus in. Hat gut geschlafen? Gibt's hier auch einen Maus-Shop? Mächtige Ehre, Papa, mächtige Ehre. Warum ist die jetzt abgehauen da oben? Oh, ihr seid genauso lästig. Oh Gott, die waren. Ich hab Metalls verloren. Ihr nervt einfach nur und das Gegähne, Alter. Ich mach auch nicht so lange Aufnahme. Das heißt nicht so lange, ich mach immer nicht so lange Aufnahme, eine Stunde. Mächtig Ärger, mächtig Ärger. Ja, das. Hallo. 25 Minuten, halbe Stunde. Um den Dreh. Und ich habe schon wieder vergessen, Nebel anzunehmen, was wir machen heute. Aber mächtig Ärger, Zitara, mächtig Ärger. Bam in your face und gute Nacht. Und gute Nacht. Next slam in your face. Oh boy. What's going on there? Nebel. Lalalala, wir haben schon gefasst, keine Kräuter mehr. Wir alle von uns sind blaue Frau. Ich möchte mal den Nebel aktivieren, also vergesse ich das. Und ich möchte dann mal die Werte ein bisschen vergleichen. Die Verteidigung von 70, Verteidigung von... Wie Nebel bist du? Punkt. Man macht Ox halt Schaden, das ist halt andere, aber ganz im Ernst, deine Werte sind grausam. Und es wird Angriffswert ist gleich Magieresistenz und Intelligenz. Nina ist nicht nur schlauer, sie ist auch noch resistenter gegen Magie, wie Normalzauber, Aktivität von 70, da ist sie auch weit voraus. Alles klar, und das mit nur 3 Level Unterschied. Meine Damen, kein Bitchfight, wir nehmen die Blonde.